Oha. Nein! Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Geflichtenrunde Let's Play Grand Theft Auto 5 Online. Ja, für heute war eigentlich eine andere Folge zusammen mit den Jungs geplant, aber OBS hat dann irgendwann in der Aufnahme gesagt, nö, ergo, die Aufnahme ist für den Arsch, was ziemlich bitter ist. Wir haben nämlich einen Stuntrennen vom lieben Neust gespielt. Ja, rund 2 Stunden saß war dran, es wäre lustige Schnibbelarbeit gewesen. Das heißt, jetzt muss ich improvisieren. Aber da spielt mir Rockstar wieder ordentlich in die Hände. Es gibt einen neuen Gegnermodus. Das ganze Ding heißt Trapdoor. Ja, keine Ahnung, was mich da erwartet. Aber ich denke, es werden unterhaltsame Minütchen sein. Es wird eine unterhaltsame Folge, hoffe ich. Sofern OBS mich nicht wieder meint, schön anal zu fisten. Ja. Wollen wir mal schauen, wie das heute abgeht. Die Jungs sind leider heute nicht dabei. Entweder die sind noch auf der Arbeit oder sonst irgendwas. Und bei mir ist so ein bisschen Zeitdruck. Deswegen mache ich jetzt die Aufnahme heute wieder im Solo-Enten-Style. Oh yeah. Wollen wir loslegen, Alter. Ich bin mal gespannt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Epische Musik ist da. Oh yeah. Jawohl, Trapdoor Nummer 6. Ich sollte den Kuli mal an die Seite packen. Ich habe hier sonst ein Problem mit meinem Mauskabel. Da hinten sind die Gegner. Eliminiere die gegnerischen Spieler. Werden wir tun. Lol. Einer down. Lol. Verlasse die rote Plattform. Willst du mich jetzt verarschen? Und jetzt habe ich es verkeckert, oder was? Ja. Jetzt habe ich es verkackt. Okay, alles da. So, Siyong 007, die kriminellen Verbindungen der Verdächtigen konnten bisher nicht identifiziert werden. Polizeigriff fest, jawohl. Sehr geil. Ich finde das immer sehr interessant, was da unten so rumsteht. In den Weasel News, Alter. Ja, Hauptsache, der bleibt da die ganze Zeit nur am Campen, Alter. Scheiß Camper, ehrlich. Unglaublich. Der versucht's wenigstens, der kämpft. Nice. Jo. Jetzt kommt's, Alter. Ach ja. Ich muss mich echt mal wieder dran gewöhnen. Ja, das war's. LOL. Aber ich habe wenigstens einen abknallen können. Das ist ja schon mal etwas. Aber ich frage mich, wie lange der jetzt am Leben ist. Gut, Frage geklärt. So, wie lange soll sich das jetzt noch hinziehen? Also, ist ja mal interessant.
Oh, interessanter Warteklingel. Oh, was passiert jetzt? Haben die Gegner jetzt einen Punkt oder wie läuft das jetzt? Ich raff den. Respawn permanent. Ja, jetzt wird wieder rumgecampt. Oh Mann, ey. Das ist so ein Modus, der. Ja, weiß ich nicht. Ist nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, weil ich es nicht raffe. Ich raff diesen scheiß Modus einfach nicht. Ja, der wird jetzt tausendmal abgeknallt, aber. Ja. Ja, lol. Runde Verlierer. Ja, gut. Wäre das geklärt. Aber ganz ehrlich, ich raff diesen scheiß Modi ja überhaupt nicht. Ehrlich. Setze fort. Ja, los, Attacke. Ey, guckt euch das mal an, ey. Ich habe den Modus noch nie gespielt, muss ich auch dazu sagen, weil ich schmeiß momentan eher GTA nur zu Aufnahmezwecken an. Und was ich dann teilweise so erlebe, reicht mir eigentlich auch. Ich find's schade, dass GTA nicht plattformübergreifend läuft. Das würde der Sache nochmal richtig geil. Würde die Sache einfach absolut geil aufwerten. Trapdoor Nummer 6, Runde 2. Hä? Lol. So. Spieler können nur eliminiert werden. Hier rote Plattformen und so. Ah, bitte. Ja. Verlass die rote Plattform. Ich komme gar nicht dazu, diese scheiß Plattform zu verlassen. Fuck, Mann. Ist das... Ja, und der campt wieder rum. Please. Ich finde den Modus kacke. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde den Modus richtig, richtig scheiße. Wow. Selten so Müll gesehen. Leck mich am Arsch, ja, der wird jetzt wieder 10 Jahre überleben. Ich habe keine Ahnung, wie der Host das Ding eingestellt hat. Wow, was the fick, ey. Ist doch langweilig sowas. Weiß aber auch nicht mehr, wie das war mit an der Wand ducken und so. Keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, Alter. PvP in GTA ist echt lange her. Ist schon ätzend teilweise. Jawohl. GG als Gegnerteam. Runde Verlierer, Alter. Wie viele Runden hast du eingestellt? Please, Alter. Ist das eine Scheiße. Runde 2. Also, ich weiß nicht. Ich kann mit dieser Nummer hier gar nichts anfangen. Irgendwie. Ich kann der Sache nichts abgewinnen. Schreibt mal eure Meinung zu diesem Gegnermodus in die Comments. Würde mich interessieren. Doch, würde mich interessieren. Ich bin halt eher so dieser Rennfahrer und nicht irgendwie dieser... Lappen mit dieser Scheiße hier. Ich raff's nicht, ganz ehrlich. Oh. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Mit an die Wand lehnen. Ich würde es gern mal. Mit C nicht.
Einen habe ich. Ah, bitte. Ein auf den Mann. Nein. Ja, leck mich! Ich raff's nicht, Alter. Please. Also ganz ehrlich, ich muss sagen, dieser Modus geht mir wirklich ein bisschen auf die Eier. Was haben die sich dabei gedacht? Ich raff's echt nicht, liebe Freunde. Schreibt eure Meinung hierzu echt mal in die Comments. Das würde mich echt interessieren. Alter. Ja. Ha. Das wird sich jetzt noch ein bisschen in die Ewigkeit ziehen. Jo, wir haben eine Runde geholt. Nicht schlecht. Drei Abschlüsse habe ich gezeigt. Okay. Runde 3 auf jeden Fall. Okay. Ich meine, es gibt auf jeden Fall ordentlich Monedos. Also wenn ihr irgendwie auf der Jagd nach GTA-Dollar seid, dann seid ihr genau da auf jeden Fall gut aufgehoben. Ich frage mich nur jetzt gerade wirklich, wie viele Runden der Host eingestellt hat. Weil das spielt ja hierbei durchaus auch eine Rolle. Oh Mann. So, weiter geht's. Trap-Modus. Trap-Door. Nicht Trap-Modus, Gegner-Modus, Trap-Door. Wollen wir mal. Ja. Ja, genau! Oh, ist das hart assi, Alter. Ist das assi. Also ganz ehrlich. Ist das ein Scheiß. Das ist wirklich Scheiß. Mal abgesehen davon, dass wir in Unterzahl sind. Das ist, glaube ich, in diesem Scheiß-Modus vollkommen egal. Aber wow. Oh, ist das Käse. Also für mich ist es nichts. Vielleicht ist es was für euch. Eure Meinung interessiert mich. Oben rechts mal auf die Abstimmung klicken. Macht euch dieser Modus Bock? Habt ihr den schon gespielt? Oder denkt euch, Alter, zieht euch den Lecker da rein. Das war merkwürdig. Habt ihr das gesehen, ey? Haben wir jetzt verkackt? Oh Mann, ey. Einer gelieft. Ich meine, da oben läuft ja diese Uhr ab. Ich habe mich immer zu den beschissensten Zeitpunkten umbringen lassen. Was ein Problem ist. Was wirklich ein Problem ist. Ja, jetzt verkacken wir wieder. Naja. Einerseits interessant, der Grundgedanke ist da. Aber ich finde die Steuerung auch in diesem Modi einfach Penis, muss ich ganz ehrlich sagen. Wow.
Ich finde das teilweise interessanter, was in den Wiesel-News so erzählt wird. Das macht schon ein bisschen mehr her. Kann man bei Massage flachgelegt werden? Ein lokaler Chiropraktiker sagt ja. So geil. Naja, es wird jetzt nicht mehr lange gehen hier, das Ding, denke ich mal. Wow. Naja, also ich muss sagen, für mich ist der Modus jetzt wirklich gar nichts. Wow. Das liegt zu einem natürlich an dem beschissenen PvP. Und die Umsetzung ist schon hart assi. Finde ich. Aber es könnte natürlich auch daran liegen, dass ich halt im PvP, in GTA vor allem, ein absoluter Obernoob bin, ne? Also, kranker Schissel. Yo, da hat sich einer gemault. Oh yeah. Ihr geht falsch, bitte. Wow. Also es könnte sich jetzt noch ein bisschen hinziehen hier. Ich bin ein bisschen müde, muss ich sagen. Kommt mal in Wallung da, Jungs. Wäre mal ganz interessant. Epische Pornomucke. Das Eiskett noch keiner da drauf gegangen ist jetzt. Jo. Ich glaube, das ist die Entscheidung. Ma. Das war's. Wieso Runde Verlierer? Ey, Leute, ganz ehrlich, wie viele Runden hat denn der eingestellt? Gut, ich würde sagen, eine Runde machen wir noch und dann ist gut. In der Hoffnung, dass die schnell verkacken. Dass wir hier schnell verkacken und dann ist in Ordnung. Weil, ganz ehrlich, nö. Nö, einfach nö. Ist überhaupt nicht meins. Und ich muss mich ehrlich gesagt ein bisschen jetzt wach halten und quälen, dass ich hier überhaupt jetzt nicht sage, ja, okay, habe ich mal gemacht. Und fertig. Nö. Andererseits, selbst wenn wir jetzt verkacken, was wir ja werden, es gibt halt ordentlich Geld und das wiederum setze ich ein für ein neues Auto, was ich mir hier in GTA auf jeden Fall zulegen werde. Because I can. So, ich versuche die mir von der Flanke zu holen. Hinten sind sie. Eigentlich müssten die ja wissen, dass ich jetzt unterwegs bin. Yeah! Wie die sich null auf mich hinten konzentrieren. Jetzt kann ich von mir aus auch drauf gehen. Haben wir echt jetzt ein paar Leute weggehauen? Das war ja schon Cheater-like. Das war jetzt richtig Cheater-like. Alter Lachs. Unwichtig. Ich bin noch in der Zone, ich bin noch in der Zone. Geilo! Runde Gewinner. Ich frage mich wirklich, wie viel der eingestellt hat. Ohne Scheiß. So,
Ich habe nur einen Kill gezeigt, ey. Was ne Scheiße. Wow. Wenigstens eine Runde, die echt taktisch auch von meiner Seite her relativ okay war. Okay heißt jetzt aber auch nicht sonderlich geil, aber auch nicht sonderlich schlecht. Es war halt solides Mittelmaß. Ja, gut. Ich werde versuchen, sie mir wieder von der Seite zu holen. Ja, das war's. Hab ihn. Fuck. Das wird eng. Das wird richtig eng. Oha. Nein! Fuck! Und dann direkt in der roten Zone gespawnt. So eine Scheiße! Kacke! Das hatten wir alles schon besser. Wow, what the fuck, ey. Also, wenn man langsam aber sicher den Dreh raus hat, geht es fast schon irgendwie. Aber GTA ist halt nun mal nicht wirklich das typische Game für sowas. Das muss man auch mal dazu sagen. Hauptsache, die verkämpfen sich da noch eine Runde und ja, läuft, ne? Bauarbeiten der Pipeline von Kanada nach Los Santos haben begonnen. Eifeind beobachtet dich und könnte gerade vor deinem Haus stehen. Irgendwas stand da gerade. Naja, bin ich ja mal gespannt. Jetzt sollten Sie sich noch mal ein bisschen ranhalten. Das nachfolgende Programm verschiebt sich bis sonst wohin. Ja gut, jetzt nur noch einer. Das heißt, ein Ausgleich wäre jetzt, glaube ich, drin. Interessant. Wow, wenn wir das jetzt noch holen können, dann sind wir echt die krassesten Motherfucker. So, die nächste Zone wird ziemlich eng. Shit.
Shit. Zone wird sowas von eng. Jawohl, Runde Gewinner. Winner, Winner, Chicken Dinner, würde ich mal sagen. Wir haben sogar einen Zuschauer, der dann höchstwahrscheinlich in unser Team kommt. Jetzt bin ich mal gespannt, wer jetzt das Ding noch holt. Weil ich habe keine Ahnung, was der Host eingestellt hat. Auf jeden Fall ging das gerade ordentlich zur Sache. Spannend bis zum Schluss ist es auf jeden Fall gerade. Weil irgendwo, wenn ich sowas mache, dann möchte ich das auch gewinnen. Ja, ich gehe ja nicht mit der Einstellung ran, jö, das mache ich jetzt und dann habe ich gar keinen Bock zu gewinnen. Natürlich will ich das gewinnen. Ja. Das ist Sinn und Zweck der Übung, meine Fresse. Ich spiele doch nicht ins Game, wenn ich Bock habe, die ganze Zeit zu losen. Jo, warte mal, lass uns. Auf geht's. Auf die Fresse! Auf die Fresse! Und jetzt haben wir endlich mal faire Chancen. Jetzt bloß nicht die Nerven verlieren. Nein! Nein, zwei Leute sind raus. Oder? Jawohl. Yes. Nachladen. Oh, yes. Komm hoch und dann rüber. Nein! So. Safe. Zeit läuft auch ab. Sehr gut. Wo ist der? Da drüben ist einer. Wir wollen uns umkreisen. Ihr müsst da raus. Lappen. Oh, komm schon. Nein! Oh, hab ich ein Spein, ey. Eigentlich müsste ich schon down sein. Es sind nur noch die beiden. Hallo. Los, Beilung!
Nein! Das war's. Rote Plattform habe ich nicht geschafft. Aber ich denke, ich habe auf jeden Fall in dieser Runde eine recht solide Leistung gezeigt. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt ausgeht, Alter. Ein bisschen Luck gehört natürlich dazu, aber... Ja. Und tschüss. Nein. Wenn wir das jetzt noch holen... Nein, wir haben es verloren. Match leider verloren, liebe Freunde. Macht nichts. Gab trotzdem ordentlich Monados auf unseren Nacken. Läuft bei uns und Level up. Level 461. Richtig, richtig fresh. Liebe Freunde, wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst mich durch ein Däumchen nach oben wissen. Wäre richtig, richtig nice. Ihr könnt natürlich auch komplett kostenfrei diesen Kanal abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage Schimmelö. Und noch einen wunderschönen Tag. Ciao.